Senftenberg. Die Stadt mit Meer. Als Hauptstadt des Lausitzer Seenlandes ist Senftenberg der Traum eines jeden Sommertouristen, Fahrradfahrers und Seesportlers. Jedes Jahr begrüßt die Region mehr als eine Dreiviertelmillion Urlauber. Das entspricht rund 3 Touristen pro Einheimischen. Doch besonders an den Hotspots der Senftenberger Jugendszene herrscht vor allem in den Sommermonaten gähnende Leere. Der marode Zustand der ohnehin viel zu wenigen Sport- und Freizeitanlagen schreckt eine Vielzahl der 12- bis 21-Jährigen ab. Stattdessen nimmt die Jugendkriminalitätsrate in der Region einen überdimensionalen Wert an. Doch welche Möglichkeiten bietet die Kommune den Jugendlichen, ihre Freizeitvorstellungen und Aktivitäten selbst mitzugestalten? Welche Wünsche und Träume, aber vielleicht auch Ängste und Befürchtungen haben die Jugendlichen, wenn es um ihre Zukunft geht? Was bewegt die Senftenberger Jugend? Wir gehen der Situation genauer auf den Grund. Zumindest auf den ersten Blick scheint die geschäftige Kleinstadt gepflegt und modern. Doch Jugendliche treffen wir auch in sonnigen Nachmittagsstunden nur weniger. Wir fragen nach. Wo trefft ihr euch denn nach der Schule so zum Entspannen oder am Wochenende zum Feiern? Also meistens treffen wir uns am Hafen, würde ich sagen. Und wenn das Wetter gut ist, auch am Strand. Ja, das stimmt. Der Hafen ist vor allen Dingen in den letzten Jahren zu einem großen Jugendtreffpunkt geworden. Vor allem dadurch, dass es jetzt so wenige gibt. Spielen denn Jugendclubs für euch jetzt in Senftenberg so eine große Rolle oder eher nicht mehr? Ja, bei den Älteren wirklich gar nicht mehr. Es gibt ja auch nur noch 2 Jugendspielclubs und die werden auch mehr von den Jüngeren besucht. Ja, die Älteren treffen sich zum Feiern oder Chillen eher an öffentlichen Plätzen oder auch in Bars oder Clubs, aber da gibt es jetzt in Senftenberg nicht so viele Möglichkeiten. Vor dem Hafen war aber noch die Skaterbahn ein sehr großer Hotspot für Jugendliche, aber mittlerweile ist er auch eher weniger besucht. Das ist auch unser Eindruck. Trotz strahlenden Sonnenscheins zählen wir während unserer Dreharbeiten gerade einmal 7 Jugendliche, die die vor kurzem modernisierte Anlage tatsächlich zum Skaten nutzen. Von Max, einem Stammgast auf der Skaterbahn, erfahren wir, dass die Skaterbahn so der einzige Ort ist, der für Jugendliche gebaut worden ist. Alles andere sind halt nur so öffentliche Plätze, wo man halt auch nur von Erwachsenen gestört wird. Und ja, mittlerweile ist auch die Skaterbahn hier auch nicht mehr so geil. In Schwarzheide ist es mittlerweile schon viel geiler. Doch wie kann das sein? Senftenberg fasst mit seinen 6 Ortsteilen rund 25.000 Einwohner. Davon sind ca. 4.000 Kinder und Jugendliche. Und die wollen was erleben. Auf ihrer Website preist sich die Stadt sogar mit diversen Freizeitangeboten. Von Erlebnisbad bis Jugendtheaterclub habe man den Jugendlichen ein breites Repertoire zur Verfügung gestellt, heißt es. Doch kommt das an? Wir haben uns am Friedrich-Engels-Gymnasium umgehört. Sagt mal, Mädels, geht ihr oft in die Schwimmhalle? Nee, eigentlich nie. Wir haben ja direkt einen See vor der Tür, ne? Tja, und außerdem mit 16, 17 habe ich auch keine Lust, zwischen Schwimmflügeln und alten Omas hinterher zu schwimmen. Also. Ja, also wirklich. Und was fehlt dir hier als Jugendliche in Senftenberg? Also ich würde sagen, es fehlt definitiv ein Kino, weil ich habe echt keine Lust, jedes Mal nach Schwarzheide zu fahren. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nicht so super in Schwarzheide. Und was meint ihr, fehlt den Jugendlichen hier in Senftenberg? Also ich glaube, ich finde, dass Sportanlagen fehlen. Ich meine, außer dem Schulsport jetzt hier zum Beispiel, kann man jetzt nirgendwo sich so richtig mal treffen und einfach Sport machen. Zum Beispiel Basketball oder Volleyball fehlt komplett. Auch irgendwie Tischtennisbetten fehlen hier irgendwie öffentlich. Oder wenn man einfach mal Tennis spielen will, es gibt keine Tennisplätze, es gibt eigentlich fast gar nichts. Oder Batman. Ja, Batman. Ja, Batman. Es gibt eigentlich nichts, da sollte die Stadt vielleicht mal aufrufen. Solche und viele ähnliche Wünsche höre ich oft von den Senftenberger Jugendlichen.
Sie sehnen sich zu Recht danach, aktiv mitreden zu können und ein Mitspracherecht in der Kommunalpolitik zu erhalten. So erging es mir vor 2 Jahren auch. Ich hatte es satt, mich mit dem "daran kann man eh nichts ändern" abzufinden und entschloss mich dazu, zum Kinder- und Jugendparlament in Senftenberg zu gehen. Heute ist mein großer Tag und viele Mitglieder und ich werden ganz offiziell vom Bürgermeister vor der gesamten Stadtverordnetenversammlung berufen. Kommt mit! Das Kinder- und Jugendparlament setzt sich seit nunmehr fast 20 Jahren unter der Schirmherrschaft der Senftenberger Stadtverordnetenversammlung für die Ideen, Kritiken, Anregungen und Vorschläge von Kindern und Jugendlichen aus Senftenberg ein. Jeden zweiten Dienstag im Monat diskutieren die rund 10 Mitglieder im Alter von 12 bis 25 Jahren über die Belange der Senftenberger Jugend, um die relevanten Problematiken den Kommunalpolitikern ans Herz zu legen. Besonders engagierte Mitglieder des KJP werden regelmäßig für ihre Bemühungen ausgezeichnet. Je mehr es auch um die Belange der Kinder und Jugendlichen geht und hauptsächlich und die Interessen auch der Jugendlichen dabei berücksichtigt werden, denke ich mal, können wir da auch viel erreichen. Es geht mir ja hauptsächlich darum, dass man also die Kinder und Jugendlichen einbezieht in die ganzen Problematiken. Und ich denke, nur gemeinsam mit den Kindern und mit so einer Institution kann man das auch schaffen. Für mich ist wichtig, der Prozess, dass ein Prozess von Kindern und Jugendlichen gesteuert wird zur Verbesserung der Lebensbedingungen in der Stadt, zu mehr Engagement von Kindern und Jugendlichen. Darum ist für mich der Prozess das Entscheidende und das Projekt ist ein schönes Ergebnis, was hinten rauskommt. Doch damit noch nicht genug. Seit Juni 2015 trägt Senftenberg außerdem das Siegel Kinderfreundliche Kommune und war damit die erste Stadt Brandenburgs, die sich unter diesem Titel zu einem 4-jährigen Aktionsplan rund um diverse Interaktionen und Investitionen mit und für Kinder verpflichtet hat. Seitdem ist viel passiert. Neben vielen tollen Projekten zu Kinderrechten, der politischen Partizipation, der Gesundheit unserer Kinder und dem offenherzigen Willkommenheißen aller Familien in Senftenberg umfasst der 11-Punkte-Plan unter anderem auch die Sanierung einiger Spielplätze, wie diesem hier in Brieske. Ein tolles Projekt, das ohne die engagierte Arbeit des Kinder- und Jugendparlamentes nicht zustande gekommen wäre. Also, was liegt als nächstes an? Die für mich wichtigen Projekte sind an sich Projekte, wo Beteiligung gelernt wird, also Beteiligungsprojekte, wo Kinder und Jugendliche aktiv mitmachen können und natürlich Projekte, alle die mit Demokratie zu tun haben, mit Willensbildung, wie funktioniert ein demokratischer Staat, vor allen Dingen, wie kann ich mich als Kind oder Jugendlicher mit einbringen, um Sachen zu verändern. Ja, das sind also unsere jüngsten Projekte, die wir jetzt haben. Ein Verkehrssicherheitstag, ich denke mal, der ist da sicherlich geeignet, um da wirklich auch was zu erreichen. Wir hatten ja im Rahmen der kinderfreundlichen Kommune die Kinderwünsche. Bei den Kinderwünschen hat sich doch herausgestellt, dass viele Kinder mit der Verkehrssituation und mit der Sicherheit auf dem Schulweg und vom Schulweg nicht ganz so zufrieden sind. So, das war also alle von allen Seiten die Verkehrssicherheit dann vielleicht ein bisschen verbessern können dadurch. Der Blick in die Zukunft verspricht also Großes, gerade für die Großen. Der Notstand in der Stadt, die vielen Ideen und Wünsche der Jugendlichen, verfeinert mit dem Engagement und Feingefühl der vielen Unterstützer des Kinder- und Jugendparlamentes, war bereits in der Vergangenheit von Erfolg gekrönt. Das ist vor allem auch der engen Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den Senftenberger Abgeordneten zu verdanken. Doch die deutsche Bürokratie, Nachwuchsnot im KJP und fehlende Gelder hemmen die Arbeit immer und immer wieder. Ein Umdenken muss stattfinden. Alteingesessene Stadtverordnete müssen die Belange der Jugendlichen gleichfalls hochschätzen wie die Stadtverwaltung, die Schulleitung oder Tourismusbeauftragte. Der Wohlfühlfaktor, besonders für die sogenannte Zukunft unseres Vaterlandes, ist die Basis für eine gesunde Entwicklung Deutschlands. Deshalb sollte sich nicht nur eine einzelne Schule, eine Stadt oder eine einzelne Region die Frage stellen: Was bewegt die Jugend?